heute waren wir seit langer Zeit wieder mal einkaufen, einen Großeinkauf machen. So, wir schätzen mal so zwischen 500 und 600 Euro. Oder? Ungefähr. Ja. Naja, muss auch mal sein. Die letzten Wochen haben wir noch kleinere Einkäufe gemacht, nur die frischen Produkte gekauft, so Gemüse, Obst, teilweise Saft, Milch. Ja, wenn man groß ist, man ist daheim gekommen. Ja. Und alle voll. Haben wir mal keine Lust gehabt, sind wir ganz ehrlich. Ja. Ja, und jetzt steht es eben wieder an. Und ihr seid live dabei. So, wir waren jetzt zweimal im Laden drinnen. Beim ersten Mal, das ist jetzt da weiter unten, haben wir 202 Euro bezahlt. Und beim zweiten Mal haben wir 214 bezahlt, also um die 400 Euro. Und zu Hause zeigen wir euch so, was wir alles gekauft haben. So, das ist jetzt unser ganzer Einkauf für eine Woche. Ungefähr 420 Euro haben wir bezahlt. Da haben wir jetzt mal die ganzen frischen Produkte, Brote, noch mehr Brote, Salat, Nutella, alles für den Kühlschrank. Da sind noch so Fertigsalate, Chips. Ja, jetzt wollen wir das mal aufräumen. Ach stimmt, ja. Milch und Saft, ja. Ja, zwei kann man halt schon rein tun lassen, wegen, dass das aufgetaut wird. Ja, die Eis haben wir reingetan. Ungefähr so 20, 30 Euro plus minus. Ja. Und da haben wir ganz viel Obst und Gemüse. Und Salate. So, jetzt wollen wir das herrichten, was wir immer essen nach dem Einkauf, oder unsere tollen Brote. Genau. Auch noch so süße Brötchen. Käsebrötchen. Jetzt wollen wir jetzt mal herrichten. Ach, den Domanon. Dann machen wir mal schön die Jause. Räumen die Sachen mal schnell ein. So, da mal den Kühlschrank rein. Hm? Ja, super. Und den müssen wir auch in den Kühlschrank rein tun. Auch den Kühlschrank, danke schön. Das auch. So, Hühnchen. Terrine, das mögen wir ganz gern, das werden wir am Wochenende machen. Nur natürlich in einer größeren Menge. Da, das kannst du auch nehmen. Wenn es nicht reinpasst, könnt ihr es auch in den Weinkühlschrank reintun, okay? Passt es nur rein oder haben wir Probleme? Okay. Okay, das nicht. Das ist in unser anderer Vorrat. Das gehört auch in den Kühlschrank. Das gehört auch in den Kühlschrank. Das auch. Hoppala. Das wieder runter. Au, hopp, 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 halt runter. Au, habt ihr noch Platz genug? Joghurt und so, tu in das Deckel rein, dann kannst du es von da rausnehmen. Das hat auch nicht gekühlt. Dazu Sahne. Sahne. So. Wo braucht man jetzt ja fürs Essen? So russisch Brot, das ist auch total lecker. Das hat da die Süßigkeiten rein, Tina. Das haben wir doppelt. Das sind die Trockenvorräte. Kommst du jetzt zu den Trockenvorräten, um die Puddingpulver reinzutun? Das ist passend rein. Kommst du ran? Dankeschön. Das kann man auch zu den Vorräten hoch tun, das auch. Ich muss so brav helfen, ha, so nett von euch. Da haben wir wieder Kühlschrankzeug, Eier. Kannst du den Kühlschrank tun, Emily? Schokolade jetzt im Sommer bitte auch in den Kühlschrank rein, okay? Dankeschön. Das Licht sitzt so schön lang. Da ist irgendwas ist ausgeronnen. Und der Sahnepackung ist ausgebrannt. Ach Mensch, müsste dann da drin sein. Ja, super. Und bitte einräumen. So, haben wir da noch die Linie, die müssen wir noch separat wegtun. Mayonnaise ist da, aber ich habe es noch offen im Kühlschrank, gell, wenn es ja. Ja, das ist extra. Mach mal, offene Mayonnaise, bitte. Emily, du hattest doch schon eins, oder? Was hinstellen, weil kein Platz mehr ist. Das hat einen Kühlschrank. Ja, das ist ein Glas, danke. Glas? Ja, Glas. Das gehört zum Bad. Da hat es noch ein Glas.
Stoff muss nicht in den Kühlschrank, oder? Nee. Ist auch wieder Bad, danke schön. Hast du mehr? Auch zum Bad, danke schön. Wow, da ist mehr. Danke schön. Kaugummi für Papa. So. Mal einer ist danke schön. Danke schön. Wow, da ist mehr. Und noch eins, hä? Danke schön. Ja. Okay. Da vielleicht irgendwo. Ah, noch eins. Also jetzt haben wir wieder Duschgel und alles. Gib ich dir schnell. Das kannst du nachher nochmal herkommen. Ich habe noch mehr Badesachen. Achso. Und Pflaster. Eine Pflasterpackung. Das andere war da, glaube ich. Und hier ist diese Traubenzucker. Traubenzucker gehört wieder zu den Süßigkeiten rein. Ja, danke schön, Schatzi. Danke. Und das eine von? Der Kühlschrank. Das ist Brot, genau. Paprika, ja. Oh, das gehört in den Waschraum. Ja. Danke. Aber schon zwei Kisten leer. Das ist ja toll. Super, danke schön. Okay. So, dann kann man die zwei Kisten vielleicht mal stapeln und wegtun. Hier zwei Gewürze. Danke sehr. Hoppala. Da muss ich in die Gewürzschublade rein. Ah, noch eins. Stimmt. Wir haben Magnolia gekauft. Vielleicht ist das diesmal ganz gut. Hautshampoo oder Haarshampoo? Hautshampoo und Haarshampoo, weil wir nicht gewusst haben, was leer ist. Deswegen haben wir gedacht, wir nehmen beides mit. Ja? Hier habe ich das ja, danke. Danke, Alina. Das ist ober die Teller oder hinter die Teller irgendwo. Dankeschön. Da ist mir Mama. So, jetzt ist da immer noch ein bisschen was. Ich bastel Sachen für die Kinder, ein paar Batterien. Das ganze Zeug muss man noch verräumen. Ja. Und dann eben ein paar Nudeln. Das ist unser Knabberzeug für eine Woche in etwa. Gut, wir werden wahrscheinlich wieder was auffüllen müssen. Dann noch mehr Chips. Chips sind zurzeit ganz hoch im Kurs. Wir haben jetzt vorerst mal Obst und Gemüse hingelegt und die ganzen Lagerprodukte, die werden wir dann auch entweder runter tun oder schauen, ob wir auch Platz haben. Und Milch und Säfte, Tomaten, Äpfel, Salat, noch mehr Säfte, Batterien. Batterien ins Wohnzimmer klären. Bitte schön, ins Wohnzimmer tun. Danke. In die Batteriekiste, gell? Und da ist schon das ganze Brot, da haben wir auch noch keinen Platz. Das müssen wir uns überlegen. Das gehört auch zum Brot dazu. So, das ist der Einkauf von einer Woche in etwa. So, jetzt machen wir unsere Lieblingsjause. Immer nach dem Einkauf. Mama, wieso? Okay, Süßigkeiten kann einfach normal nicht dazu, gell? Wieso? Aber ja. Man sieht sie trotzdem. Du sollst ja Brot essen jetzt, okay? Ja. Und du kannst ja auch sitzen, ja? Sitz hier machen. Habt ihr genug? Ist das alles da, was es braucht oder noch mehr? Ja, haben wir. Schaut zu leer aus. Okay. Gut. So, das war jetzt der Einkauf, den wir um 419 Euro heute heimgekarrt haben in unsere tollen Rakokisten. Und damit kommen wir, wenn wir Glück haben, die ganze Woche aus. Und sonst müssen wir eben nochmal einkaufen gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!